Ja, was sind die Motive? Haben sie sich verändert? Was sind die Perspektiven für die Menschen vor Ort? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der deutsch-ukrainischen Schriftstellerin Frau Petrovskaya. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und mit dem Militärexperten Carlo Massala. Schön, dass Sie da sind. Frau Petrovskaya, Sie sind in Kiew geboren. Ihre 86-jährige Mutter war bis zum heutigen Tag noch dort, hat zum Teil die Zeit im Bunker verbracht. Wo ist sie jetzt? Ich weiß nicht genau. Aber ich weiß, dass sie im Bus sitzt und Richtung Ungarn fährt. Aber sie ist immer noch in dieser gefährlichen Zone, wie sie mir gesagt hat. Und der Bus ist voll von Säuglingen. Der jüngste Mensch in diesem Bus ist 4 Tage alt. Bis gestern wollte ihre Mutter die Stadt aber noch nicht verlassen, ne? Ja, und das war ihre ganz harte Haltung. Es war fast anständig, die Menschen, die dort geblieben sind, zu bezeugen. Also erstens, der ganze dieser Krieg ist komplett absurd. Also die Menschen verstehen nicht, warum sie überhaupt weg sollen, was ist passiert. Und auf jeden Fall, sie möchten nicht in dieser Disputie, von Putin leben. Es bedeutet, dass nicht nur Armee kämpft, kämpft die ganze Gesellschaft, also mit verschiedenen Mitteln. Und diese Haltung da zu bleiben für viele Leute bedeutet einfach, dass sie auch Festung dieser Stadt ist. Das ist keine irgendwie magische Option oder Dimension, sondern das ist wirklich rationale Verständnis ihrer eigenen Stadt, dass sie einfach da bleiben. Und mit ihren Ängsten aber umgehen müssen, weil sie telefonieren ja, glaube ich, auch jeden Tag und schreiben Nachrichten, werden kontaktiert. Was erzählen ihre Freunde? Und die verstehen Sie, also Kiew ist 3 Millionen Stadt. Es ist einfach wie Berlin. Die Menschen sterben, die werden geboren. Man macht so eine Geschichte über einen Säugling, aber eigentlich können Sie sich vorstellen, wie viele Kinder in dieser Stadt geboren werden. Und das ist, die Stadt ist unter Beschuss. Kiew ist ein Beschuss. Kiew ist eigentlich nicht in der gefährlichsten Situation. Es gibt viele andere Städte und das wissen wir genau. Interessant ist in der ganzen Entwicklung ist wirklich diese Haltung von Menschen, dass einige wegfahren und es wird übrigens das Wort fliehen nicht benutzt und andere bleiben. Und es gibt überhaupt keine Diskussion darüber. Es bedeutet, einige entscheiden, dass sie so weiterleben sollen und die anderen möchten da bleiben. Das ist sehr interessant. Wir haben hier vor 2 Wochen angefangen, über diesen Krieg zu reden. Und es gab nicht wenige, die gesagt haben, das wird ein paar Tage dauern. Und dann ist Kiew gefallen und die Ukraine ist überrollt. Wie überrascht sind Sie denn, Ihre Landsleute viel besser kennend als wir, von dem Widerstand, der offensichtlich massiver ist, auch als die russische Seite es gedacht hat? Also ich bin nur überrascht, dass dieser Krieg da ist. Ich bin überhaupt nicht überrascht, wie die Leute sich verhalten, weil es genau das bedeutet, dass dieses Land, also auch nach Entwicklung von Maidan, und ich glaube, dass es genau diese Impfung, allgemeine Impfung an Maidan gewesen, einfach selbstständig zu werden. Es ist keine Folge von Propaganda oder irgendwelche Ideologie oder irgendwelche Identität. Die Menschen entscheiden für sich. Und sie können sich nicht vorstellen, welche Art dezentralisierte Kreativität jetzt einfach in der Ukraine herrscht. Wie wird das Menschen geholfen? Alten, Jungen, überall. Also die ganze Städte werden beliefert. Alle organisieren sich selbst. Das ist wirklich, was Putin überhaupt nicht versteht. Er hat noch in dieser Maidan-Zeit darüber gesprochen, dass sozusagen Ukrainer von Amerika gekauft werden. Also diese Leute verstehen überhaupt nicht, dass da die ganze Nation für sich steht, für selbst. Ja. Herr Massala, ich muss Sie das fragen, weil wir hören hier ja immer, Putin habe die Lage falsch eingeschätzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Bilder sieht aus den Städten, die von den Russen eben schon erobert wurden, die erreichen uns jeden Tag. Man sieht, die Menschen gehen auf die Straße. Sie stellen sich den Soldaten entgegen. Sie protestieren für ihr Land. Sie kämpfen natürlich auch für ihr Land. Aber auch die, die nicht kämpfen, sind in einem zivilen Widerstand. Kann man glauben, dass Putin mit seinen ganzen Geheimdienstinformationen, die er gehabt haben muss, die Lage wirklich falsch eingeschätzt hat? Also es sieht offensichtlich so aus. Die ganze militärische Operation
war darauf ausgerichtet, man kann die Ukraine oder Teile der Ukraine, den Osten und Kiew, innerhalb von Tagen einnehmen und innerhalb von Tagen halten. Dahinter stand auch, was berichtet wird, die Überzeugung, dass ein Großteil der Ukrainer die russischen Truppen als Befreier begrüßen werden. Also das ist sozusagen eine der Wahrnehmungen. Und das hat Putin wirklich geglaubt, meiner Meinung nach? Wir haben in den letzten Tagen... könnte ihm ja was anderes gesagt haben. Ja, wir haben in den letzten Tagen, der Spiegel hat auch darüber berichtet auf Deutsch, einen relativ langen Text bekommen von, und der ist von mehreren Open Source Intelligence Quellen als realistisch eingestuft worden, von einem FSB-Offizier, also einem Offizier des Geheimdienstes. KGB heute. Genau, ehemals KGB. Der sehr detailliert berichtet, dass man Berichte liefern musste, ohne zu wissen, was das Szenario ist. Und diese Berichte waren alle sehr positiv. Also man würde Sanktionen überstehen und die Situation in der Ukraine sei so und so. Und auf dieser Basis trifft dann Putin und trifft die politische und militärische Führung ihre Entscheidungen. Und das ist wohl alles erstunken und erlogen gewesen, weil man sich nicht getraut hat, sozusagen ein realistisches Bild zu porträtieren, weil man nicht wusste, worum geht es eigentlich. Und auf dieser Basis ist geplant worden. Und das sieht man, dass da viele Faktoren ganz einfach unglaublich unterschätzt wurde. Und es kommt was dazu, was für viele auch eine Überraschung ist, dass, und da weiß ich auch nicht, ich meine, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, aber dass die russische Armee offensichtlich so viele Schwächen aufweist, wie jetzt auch natürlich hier im Westen berichtet wird. Kann man das glauben, dass es so eine Art von potempkischem Militär ist, also einer Fiktion, dass die gar nicht richtig gut ausgerüstet sind, dass die Soldaten eine schlechte Moral haben, dass sie stecken bleiben, all das. Also nicht mal wissen, dass sie in der Ukraine sind. Das sind in Syrien war diese Armee offensichtlich nicht so schwach. Was ist passiert? Also zunächst einmal glaube ich, dass es Russland sehr gut gelungen ist, seit der großen Militärreform von 2008 uns alle glauben zu lassen, dass das sehr moderne, hochmoderne Streitkräfte sind. Und viele, und da schließe ich mich gar nicht davon aus, waren der Überzeugung sozusagen, die können wesentlich mehr, als sie jetzt gerade zeigen. Gleichzeitig aber, und jetzt kommt die Vorbereitung, wenn man davon ausgeht, dass man innerhalb von 3 oder 4 Tagen das ganze Problem löst, dann muss man sich um bestimmte Sachen nicht kümmern, die dann aber notwendig sind, wenn man plötzlich 2 Wochen in einem Land steht. Und da geht es um ganz einfache Sachen. Wo kommt der Diesel eigentlich her für die Fahrzeuge? Logistik, Feldküchen zum Essen. Und das wirkt sich dann natürlich alles auf die Moral der Truppen aus. Also wenn Soldaten Hunger haben und seit 4, 5 Tagen nichts mehr gegessen haben, dann sind sie auch nicht mehr kampfesbereit. Wenn Soldaten mit falschen Informationen sozusagen in die Ukraine geschickt werden, nämlich es geht um Militärübungen, dann wird sich nachher herausstellen, wenn sie in einen Krieg verwickelt sind, dass sie den nicht mehr wollen. Also von daher kommen da verschiedene Faktoren zusammen. Sie haben auch Freunde in Russland. Sie sprechen mit den Menschen auch in Russland. Was glauben Sie, was wissen die Menschen in Russland über das, was passiert? Wir wissen ja, die Medien sind abgeschaltet, gleichgeschaltet. Das sind 2 verschiedene Fragen. Also ich habe keine Freunde in Russland, die nicht wissen, was passiert und die irgendwie für Putin stehen. Ja. Was das ganze Land betrifft, das ist wirklich eine Katastrophe. In den letzten Tagen ist es zu Nordkorea geworden. Ich habe Freunde, die protestiert haben und sie sitzen in Gefängnissen. Ich habe Freunde, die geflohen sind. Aber jetzt finde ich, das Wichtigste ist nicht Russland, sondern die Frage, wie wir Ukraine retten, wie wir Menschen helfen. Na gut, es kommt schon dazu. Weil, also was ja auch gerade in den letzten Tagen passiert ist, ihre Mutter hat ein Video aufgenommen, ein Handyvideo, um eben adressiert an russische Mütter, an russische Soldaten, aus ihrer Sicht zu schildern, wie sie das sieht. Wir zeigen einen kurzen Ausschnitt davon. Bitte, ich wende mich an euch. Klärt euer Volk auf. Erklärt ihnen, dass die russischen Truppen zu uns in die Ukraine gekommen sind, um unser Volk zu zerstören, um unsere Städte und Dörfer niederzubrennen, um unsere Freiheit zu zerstören. Ich bitte euch, lasst eure Kinder nicht hierher kommen. Lasst sie nicht unsere ukrainischen Kinder und Frauen töten. Fleht eure Söhne an, ruft sie aus der Armee zurück und beendet diesen Krieg. Das würde sie ja nicht machen, wenn sie nicht die Hoffnung hätte. Ja, aber das ist wirklich das Ergebnis, dass wir so meine Mutter hier bewundern. Aber diese Ansprache kommt nicht an russische Mutter, weil es alles geblockt wird, weil für Repost in Russland gerade 15 Jahre Gefängnis also versprochen wird. Und das ist diese katastrophale Situation. Und meine Mutter ist wirklich eine von diesen alten Menschen, die absolut an Kommunikation glaubt, an dieses Vertrauen an anderen Menschen. Und sie kämpft mit ihren Mitteln.
Aber das ist auch, was jetzt in der Ukraine passiert. Alle machen alles. Das ist wirklich dieses Glauben an gemeinsame Tat, ja, eine gemeinsame Mühe, dass alle arbeiten an der Sache des Friedens. Und ich sehe zum Beispiel das in Russland nicht wirklich. Ich möchte doch, dass Sie wollen darüber reden, was wir machen sollen. Dann sagen Sie, was Ihr Wunsch wäre. Also ich meine, Hauptthema in der Ukraine und Hauptbitte von allen Ukrainern ist, den Himmel zu schließen. Das bedeutet, es klingt auch sehr naiv, also es bedeutet, Luftschutz, Schutz für den Raum zu organisieren. Es wird immer also von verschiedenen Seiten gesagt, ja, wenn das kann nur NATO machen. Und es wird auch gesagt, dass wenn NATO sozusagen angreift, dann drückt Putin auf den Knopf. Aber Entschuldigung, Putin weiß schon seit ganz langem, dass er Krieg gegen NATO führt. Und ich meine, er braucht überhaupt keine Tatsachen. Also das ist, also was er angekündigt hat, dass es keine freie Ukraine gibt. Also er überfällt ein Land nur wegen irgendwelcher Vermutung, angebliche Vorstellung, dass dieses Land irgendwann zu NATO-Land wird und so weiter. Und das ist diese Bedrohung. 68 gab es diese Karikatur über Tschechoslowakei. Da liegt eine tote Frau und da stehen zwei Generäle und sagen, sie hat uns bedroht. Ja? Also das ist genau diese Logik. Also Flugverbotszone, so heißt das ja. Absolut. Wenn man einen freien Absolut. Himmel haben will. Und darf ich noch eine Sache sagen? Unbedingt. Es muss nicht unbedingt NATO sein. Also ich weiß nicht, ich bin ein einfacher Mensch, aber ich kann wirklich diese Budapester Memorandum von 1994 ansprechen. Ja? Also Ukraine war ein dritter Atomland der Macht der Welt und hat wirklich einseitig sich von Atomwaffen verabschiedet. Gegenleistung von Russland, USA und Großbritannien war also das Versprechen, dass von Souveränität und Achtung von den Grenzen von der Ukraine. Spätestens als eigentlich Krim angegriffen wurde, also annexiert wurde, mussten diese Länder agieren, dass Russland dieses Abkommen gebrochen hat, war ein Anlass genug. Jetzt passiert das zweite Phase und ich meine, dass Großbritannien und USA können agieren ohne durch den Bündnis. Das müssen wir, sortieren das jetzt einmal. Herr Masala, ich zeige Ihnen noch, was der Präsident Zelensky heute gepostet hat in einem Tweet. Das sind Bilder, die mittlerweile auch in den Nachrichten zu sehen sind. Man sieht einen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus. Und er hat diese Bilder deshalb gepostet, weil er sagt, das ist ein direkter Angriff der russischen Truppen auf die Geburtsklinik. Menschen und Kinder liegen unter den Trümmern. Eine Gräueltat. Wie lange noch wird die Welt ein Komplize sein und den Terror ignorieren? Schließt jetzt den Himmel, stoppt die Morde, ihr habt die Macht, aber ihr scheint die Menschlichkeit zu verlieren. Also auch den freien Himmel, die Flugverbotszone. Warum kann der Westen, sei es die NATO, hier wurde gesagt, die Briten, warum kann er es nicht tun? Warum tut er es nicht? Er könnte es tun, er will es nicht. Und das Wollen hat eigentlich gute Gründe. Weil eine Flugverbotszone würde bedeuten, einen Krieg gegen Russland zu führen. Eine Flugverbotszone stellt man sich oft mal sehr einfach vor, indem man sagt, so jetzt darf hier nichts fliegen und das war's dann. Eine Flugverbotszone bedeutet, dass ich zunächst einmal Flugplätze bombardieren muss, ich muss Luftverteidigungssysteme bombardieren. Experten sagen, in dem Falle Flugverbotszone Ukraine, die Luftverteidigungssysteme muss ich auch in Russland bombardieren. So, das ist der erste Schritt, um überhaupt sozusagen die Lufthoheit zu bekommen. Muss ich alles, was die Russische Föderation zur Verteidigung sozusagen in der Luft hat, zerstören. Das ist ein Krieg gegen Russland. In dem zweiten Schritt heißt Flugverbotszone, wenn die getestet wird, wir kennen das aus dem Balkan, aus Bosnien, dann fordere ich Flieger dazu auf, umzudrehen. Wenn nicht, versuche ich sie zu eskortieren. Und wenn das auch nicht klappt, dann schieße ich sie ab. Also man muss es ganz deutlich sagen. Und man tut es deshalb nicht, weil Putin sagt, dann drücke ich auf den Knopf. Und mit den Atomwaffen gibt es einen dritten Weltkrieg und dann seid ihr alle mit dabei. Oder nein, warum? Es geht nicht automatisch um den dritten Weltkrieg. Also es geht nicht automatisch um die Atomwaffen. Also das ist auch eine Vorstellung, glaube ich, die zu einfach ist. Aber es geht zunächst einmal darum, dass sich dann der Staat, und die USA ist nicht irgendein Staat, und Großbritannien, beides NATO-Staaten, ja, in einem Krieg mit Russland befinden.
oder halt auch die NATO. Und dann aber das Versprechen von Budapester Memorandum. Das ist richtig. Also den Schuh müssen sich Amerikaner und Briten anziehen, dass sie genauso, also dass sie das Budapester Memorandum mit Füßen getreten haben. Nur wenn wir über eine Flugverbotszone reden, dann reden wir über einen Krieg mit Russland. Und da schwingt natürlich nicht sofort, aber immer die Gefahr mit, dass der irgendwann mal nuklear eskaliert. Und das halten Sie für realistisch? Dass der nuklear reagiert. Ja. Das ist nicht auszuschließen. Wladimir Putin Nuklearwaffen einsetzt. Es ist nicht auszuschließen. Also ich glaube, dass wir im momentanen Situation weit davon entfernt sind. Ich glaube, das wird nur passieren, wenn Putin und die Russische Föderation sich vor einer katastrophalen militärischen Niederlage also ausgesetzt sieht, dass dann möglicherweise diese Überlegungen Raum greifen. Aber wir sind momentan davon entfernt. Nur aber das heißt aber, wenn keine Flugverbotszone. Heute Morgen gab es ganz kurz die Idee oder heute Nacht, dass man polnische Kampfjets über Rammstein in die Ukraine schickt, ist auch schon wieder tot. Das heißt aber, wenn wir das zusammenfassen, und Olaf Scholz hat heute noch mal gesagt, es gibt keine militärische Lösung. Schaut man dann zu? Das war ja meine Eingangsfrage. Ist der Westen dazu verdammt, dann zu sehen, wie dieses Land in Schutt und Asche geht? Also, im Extremfall ja, aber man darf nicht vergessen, der Westen liefert viel Waffen, die bisher der ukrainischen Armee geholfen haben, zu überleben. Also ohne diese Waffen sähe es vielleicht für die ukrainische Armee noch schlimmer aus. Die USA, haben sie selber zugegeben vor 5 Tagen, liefern Aufklärungsergebnisse in Realtime. Ja, das ist auch also Satellitenbilder, wo russische Positionen sind, russische Stellungen sind und helfen damit der ukrainischen Armee. Der Westen tut sehr viel dafür, dass die ukrainische Armee diesen Widerstand leisten kann, den sie gegenwärtig leisten und dass sie teilweise sogar in der Lage sind, bestimmte Positionen zumindest am Anfang des Krieges wieder zurückzuerobern. Mhm. Aber letzten Endes gibt es eine Grenze. Und die Grenze ist dort, wo es in einer Eskalation zwischen der Russischen Föderation und der NATO enden könnte, münden könnte. Und die NATO hat wiederholt erklärt, sie wird sich nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen. Frau Petruska, wir haben heute gerade, Herr Felgenkirchen hat es erwähnt, es gibt ja heute neue Signale. Also einerseits hat der Präsident Zelensky gesagt, er ist bereit, über die Krim zu verhandeln, über den Donbass. Er ist bereit, sozusagen die NATO-Mitgliedschaft nicht mehr zu forcieren, nicht mehr zu verfolgen. Auf der anderen Seite, das ist aber das russische Außenministerin und da eine Sprecherin, so muss man das, glaube ich, sagen, um es einwerten zu können, die sagen, das Ziel ist nicht die Besatzung und auch nicht die Zerstörung der Staatlichkeit und erst recht nicht der Sturz der Führung. Es gibt morgen das Treffen der beiden Außenminister. Haben Sie das Gefühl, ich weiß, Sie sind total ungeduldig und ich verstehe es, haben Sie das Gefühl, die Diplomatie hat gerade einen Moment? Ich weiß nicht, mehrere Verhandlungen davor haben dazu geführt, dass in dieser Zeit die Truppen oder Technik weiter nach vorne geschoben wurde. Und vielleicht möchten Sie einfach Zeit gewinnen. Und wann haben Sie schon Versprechen gehalten? Das ist wirklich die Frage. Und ich glaube, das ist einfach eine irgendwelche Manöver wieder. Und ich möchte wieder Ihnen in Erinnerung bringen, dass das Ziel Putin, und er hat das auch mehrmals gesagt, zerstören ukrainische Stadt, weil jede freie Stadt neben ihm, und das ist dieser imperiale Wahnsinn, sieht als Bedrohung. Das ist das Problem. Und ich sehe da nicht, dass wir mit irgendwelchen weiteren Maßnahmen irgendwie die Situation eskalieren. Wir sind schon in dieser Kriegsspirale. Die Situation eskaliert sich von sich selbst. Und es bedeutet, wenn wir jetzt Rückgrat Putin nicht brechen, dann wird der Krieg sich weiterentwickeln. Und es gibt auch dieses Thema, dass die Kosten steigen. Ja? Und Kosten steigen. Wir bezahlen schon wahnsinniges Geld, weil wir damals 2008 nichts gemacht haben. Wir haben 2014 nichts gemacht. Und jetzt bezahlen wir dieses Geld. Ja? Und die Sache ist, dass wenn wir jetzt diese stärkere Maßnahme nicht ergreifen, auch komplette Stopp von Erdöl und Gas, bedeutet das, dass wir morgen Milliarden mehr bezahlen, zehnfache. Und letztendlich schicken wir dann am Ende auch deutsche Soldaten nach Polen und Litauen. Damit wird das enden. Ist dieser Logik etwas entgegenzusetzen, ernsthaft? Ja, der Logik ist ernsthaft was entgegenzusetzen, weil ich glaube, natürlich ist das Problem diejenigen Gebiete, die nicht den Artikel 5-Schutz der NATO genießen. Also
Moldawien zum Beispiel, ja? Georgien auf der anderen Seite. Die Ukraine genießt den Artikel 5 Schutz nicht. Das sind alles Gebiete, wo man sagen muss, und zwar nicht morgen. Also die russische Armee hat nicht die Kapazitäten, jetzt noch eine zweite Front zu eröffnen. Wir sehen ja, was für Probleme sie in der Ukraine haben. Aber natürlich, je nachdem, wie dieser Krieg ausgehen wird, wie die russische Position sein wird, kann man nicht ausschließen, dass in 3 oder 4 Jahren das gleiche Spielchen mit Moldawien wieder anfängt. Ja? Also all die, die sozusagen nicht den Schutz der NATO genießen, haben berechtigte Befürchtungen und Sorgen, dass sie die Nächsten sein werden. Gut, dann müssen wir das politisch weiter diskutieren und danken erst einmal für die beiden Sichtweisen, die schwer im Moment übereinander zu kriegen sind aus der Ukraine und über die Ukraine. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank, Frau Petrovskaya, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Herr Massala, für den Moment.